korrekt und zuverlässig. Wie ist Joker freigekommen? Sei still. Was ist los? Batman! Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Runter! Aber was ist passiert? Wie fandest du das, Batman? Jetzt kannst du uns nicht mehr folgen. Du bist nach unten gefangen, willst dich und Mr. J. Zeit haben. Ha, ha, ha! Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Ich glaube, das war Joker. Wer noch? Ich hab's ihnen gesagt, er ist ein Monster. Sie sollten ihn grillen. Beruhige dich. Ich halte ihn auf. So, wir sind wieder da und ich habe den Spielstand nochmal neu geladen und wir waren noch ein paar Meter zurück. Deshalb will ich nochmal eben alles, was wir bisher geschafft haben, nochmal eben wiederholen. Zack, zum Beispiel. Was zum... Ladekabel anschließen. Nö, jetzt nicht, Handy. Das musst du jetzt durchstehen. So, und raus mit uns. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ich frage mich jetzt gerade nur, nehmen wir die Treppe oder sollen wir uns hier aller Batman ein bisschen hier rumschwingen? Ja, ich weiß. Ich glaube, wir sollen uns hier rumschwingen. Was für mich heißt, ich gehe mal eben kurz hier die Treppe hoch. Weil vielleicht ist hier ja noch irgendetwas, was ich mitnehmen möchte. Hm? Ah, ja. Technische Instrumente habe ich auch in der Bathöhle. Hm? Was ist denn das? Hm? Harley Quinzel, nenn mich Harley. Jeder macht das. Ich bin überrascht, dass du in Arkham arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Supergangster einen Glamour-Faktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten killen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komme klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Sei vorsichtig. Interessant. Ich verstehe vollkommen. Harley Quinn war mal ein liebes Mädchen, die einfach nur die Psychologie von kranken Menschen untersuchen wollte und selbst krank wurde. Sie erinnert mich an mich selbst. Wären die Umstände anders geworden, wäre sie... Sie wäre jetzt Batman. Naja, oder auch nicht. Ab nach oben mit uns, Bats. Bruce, wie auch immer du... Das war dumm. Das war dumm. Aber nette 180-Grad-Drehung. So, jetzt komm hoch da. Da hoch. Dann hangeln wir uns da jetzt rüber. Jawohl. Hoch. Hoch mit uns. Ich bin's. Ich weiß, du kannst mich hören. Ich hab hier was du dir anhören solltest. Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Wie wollen sie an all den Machen vorbeikommen? Hören wir mal zu. Hey Frank, was du? Es kommen noch mehr von Jokers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anstaltseingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell! Verdammt, kommt schon! Sicher den Haupteingang! Wie viele sind es, Bolt? Was? Woher zum Teufel? Weißt du was? Bolt! Frank, was machst du da? Nein! Leg das hin! Frank, was zum Teufel? Quinn, es ist sicher! Bewegen Sie Ihren Arsch hier rüber! Du bist mir einer, Frankie! Ein Mädchen könnte sich in einen wie dich verlieben! Oh. Flirte nicht mit der gemieteten Schiffskraft!
Schlaf, mein Liebling. Es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht entkommen. Keine Angst, Süße. Du weißt, ich hab nur Augen für dich. Hast du das gehört, Bats? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut läuft. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Darf ich? Okay. Das können wir da hinten noch nicht nehmen. Ich erinnere mich, wir werden erst später... Warnung. Multiple Sicherheitslücken auf Ebene A4. Halt die Klappe, GLaDOS. Da können wir später hin, wenn wir ein gewisses Tool haben, um den Weg freizumachen. Wenn wir es jetzt versuchen würden, würden wir einfach nur dagegen springen und... Warnung. Multiple Sicherheitslücken auf Ebene A6. Sorry, wenn das hier ein bisschen länger dauert mit dem Hochklettern, aber ich bin sehr darauf bedacht, so ziemlich jedes Secret, was ich sehe, mitzunehmen. Ja, GLaDOS? Warnung! Multiple Sicherheitslücken auf Ebene B4. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Wobei... Oder ist das hier der richtige Weg? Warnung! Die Intensivbehandlung von Arkham wurde wegen eines Notfalls abgeriegelt. Hallo? Ich will mich gerne... Ach so, da sollen wir. Würde Anstaltsleiter Schaar bitte zur Sicherheitseinheit kommen? Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Würde Anstaltsleiter Schaar bitte zur Sicherheitseinheit kommen? Der wird nicht kommen. So, was haben wir denn hier Schönes? Why is this a thing? Warnung. Die Intensivbehandlung von Arkham ist auf Code Alpha Rot. Oh. Das können wir leider auch noch nicht wegmachen. Aber... Na gut, wir bekommen später ein Tool, um diese Wände zu entfernen. Aber jetzt gerade bringt es uns nichts, hier zu sein. Okay. Well then. Ja. Na. Bruce. Die Anstalt von Arkham ist auf Level Alpha Rot. Alle Patienten der Kategorie 1 werden bei Sichtkontakt ruhig gestellt. Und hoch mit uns. Schöne Sache, Bruce. Schöne Sache. Hinüber. Warnung. Alle Patienten sollen sich ruhig verhalten und die Hände über dem Kopf verschränken. Bei Nichtbeachtung ergreifen wir Maßnahmen, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Machen wir jetzt weiter nichts ist. Ich glaube aber hier sind wir richtig, oder? Oh. Oh, wir haben einen unnötigen Bogen gemacht. Aber es hätte ja sein können, dass da was ist. Oh mein Gott. Kategorie 1 Patienten sollten da bleiben, wo sie sind. Hm? Versuchen sie nicht zu fliehen. Ah. Wupp. Einen kurzen Moment. Nochmal eben alles gucken. Aber ich glaube, wir haben hier nichts übersehen. Achtung, Achtung. Wir haben zurzeit einen Kategorie Alpha Rot Sicherheitsalarm. Dies ist keine Übung. Melden Sie sich bei Ihrem Stationsleiter. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Ein kleines Secret, was wir lösen können. Und ich glaube, ich werde mich da auch ziemlich stark drauf konzentrieren. Die Sachen haben nicht gerade alles gegeben. Joker hatte recht, das ist einfach. Na, dem haben wir es gezeigt. Sie haben keine Chance. Dieser Wächter hat ihm das Leben immer schwer gemacht. Nicht mehr. Ja, geschieht ihm recht. Machst du wirklich, was du gesagt hast? Es ist die Fledermaus! Na komm, spring ran! Meine Güte!
Du bist tot, Batman! Ich hab doch... Ich... Du musst da Löcher haben, um... Ich hab doch gerade geblockt gehabt. Batman, wie läuft's? Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Hat's geklappt? nee. Ah, ich wollte doch schon sagen, wieso bekommen wir nicht die Meldung, dass wir ein Upgrade haben, aber jetzt haben wir es ja. Wir könnten unsere Panzerung vergessen. Vergessen? Okay, verdoppelt im Falle eines perfekten Timings die Effektivität. Aber nein, verdoppelt das Kommo. Okay. Ich lasse das nochmal. Ich will den Kombo. Ich will die kritische Kombo will ich haben. Da das ja hier ein neuer Account ist, thanks a lot, Microsoft, habe ich natürlich auch die alten Erfolge alle nicht mehr. Das heißt, ich darf sie alle nochmal neu machen. Hier kommen wir nicht durch, also müssen wir doch da unten lang. Oder kann ich hier? Nein. Kann ich da? Nein. Okay. Reiß ab! Weil, sag dein Satz, ich bin Batman. Genau, deswegen. Bitte, ich habe ein Kind. Sie müssen das... Ganz richtig, ich muss es nicht. Ich will es aber. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier langkommt, ist tot, verstanden? Interessant. Kann ich mich da bitte dranhangeln, please? Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist selbst nicht gut. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Kommt die Fledermaus wirklich hier lang? Ist doch egal. Er steckt eine dämliche Praxe hier rein und hier pusten sie weg. Ja, er ist schon so gut wie tot. Lag nichts mehr. Wir können es jetzt auch so hängen lassen, was ziemlich cool ist. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht verlassen. Verstehst du mich? Ja, Boss. Die Fledermaus. Sieh mal, wer das ist! Och! Wer an deiner Spitzenohren jetzt? Ups, das wollte ich nicht. Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder. Vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Nicht mal deinen eigenen Leuten willst du helfen. Ja, das ist der Joker, wie wir ihn kennen und. Lieben, glaube ich. Okay, dann kommen wir nicht weiter. Hier ist Joker mit einem schnellen Update darüber, was es so Neues in der Anstalt gibt. Irgendein Idiot, der sich als Fledermaus verkleidet hat, rennt durch die Anstalt. Ich weiß, verrückt. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Heilung. So, und jetzt beginnt der Part,
wo man sehen kann, warum ich unbedingt das, das leise Ausschalten haben will. Das Problem ist, wenn ich den so ausschalte, werden die anderen es hören! Davor braucht man keine Angst zu haben. Das ist nur ein Typ, der sich gerne als Fledermaus verkleidet. Wenn man darüber nachdenkt, kann das einem wirklich Angst machen. Er hat gut reden. Wir stecken hier unten fest. Okay, wo geht der lang? Wie viele sind noch da? Nur noch der da hinten und er hier. Na gut. Batman ist so gut. So, der eine ist alarmiert. Patientengespräch Nummer 1. Also ich bin dein Erster, oder Schätzchen? Du weißt ja, was man sagt. Das erste Mal vergisst man nie. Ich werde versuchen, es zu einem unvergesslichen Erlebnis für dich zu machen. Oh, das haben Sie schon. Sagen Sie, wieso tun Sie diese Sachen? Was glaubst du denn, wieso ich das mache? Für den Ruhm, den schlechten Ruf, den Wunsch, sich von der Masse abzuheben? Sie haben einen kranken Sinn für Humor. Oh, du bist gut. Wie hast du mich durchschaut, Doc? Ich hatte Ärzte, die mich jahrelang untersucht haben, aber niemand von ihnen war so schlau und, ehrlich gesagt, so schön. Wirklich? Das sagen Sie doch nur so. Na ja, wenn... Ach, wie soll ich sagen? Wenn was? Sagen Sie es mir! Oh je. Wie machen wir's? Was haben wir denn da Schönes? Mann am Boden, da liegt einer! Und du gleich mit ihm. Hilft mir irgendjemand! Nö. Blöder Heizkessel, da kriegt man richtig Angst. Willst du mich verarschen? Hast du jetzt echt den Heizkessel erschossen? Kranker Bastard, der hat dir nichts getan. Reißt euch zusammen! Ihr seht wie ein Haufen Schulmädchen aus! Warum tust du mir das an? So, jetzt werden wir es gleich hoffentlich mal sehen, wenn er nah genug dran ist. Und los geht's! Was machst du da? Dachtest du, das wird so leicht, Bats? Ich habe noch ein paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Mal sehen, wie du dich so schlägst. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Kommt schon! Und jetzt los! Schneidet mich ab! Bitte! Los, Jungs! Er ist nur ein Mensch. Ein Mensch, der sich wie ein Verrückter anzieht und bis an die Zähne bewaffnet ist. Los, schnappt ihn! Okay, da ist einer, der läuft da lang. Und die anderen sind, glaube ich, da hinten außer Reihe. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das überhaupt nicht. Der ist irgendwo da unten. Der kann mich nicht sehen. Attacke! Oh, da ist einer hinten, direkt unter uns. Oh Gott, ich habe jemanden gefunden. Hier drüben. Was ist mit dir passiert? Wir könnten ein wenig Party machen. Was machen wir jetzt? Halt's Maul und such weiter. Lasst ihn hier. Schwärmt aus und findet die Fledermaus. Ja, schwärmt aus. Der andere sieht uns gerade. Also er würde uns sehen. Ah, jetzt vielleicht. Ah, jetzt. Hey, geh von mir runter! Schnell Position wechseln, bevor er uns erkennt und auf ihn mit Gebrüll! Schön. Das lief doch gut. Oh, das war die Leichten. Ich spiele nur mit dir. Du wirst schon sehen.
So, gibt's hier unten irgendwas Interessantes? So, da lang nicht. Ich glaube, das ist nur ein normales Lüftungssystem. Ohne dass es uns irgendwas bringt. Ja, wenn das runterfällt, das hört natürlich keinen Schwanz. Wollen wir mal hier unten nochmal gucken, ob wir hier was übersehen haben. Aber ich glaube... Können wir die Tür öffnen? Ah, verdammt. So, hier sind Elektrogitter. Ach, das ist dieser Ort hier. Okay. Mein Gott, die haben ja alles auseinandergenommen. Können wir vielleicht auf der anderen Seite rein? Nein. Okay. Gehen wir nochmal hier lang. Haben wir sonst alles überprüft? Ich glaube, ja. Moment. Ich glaube, die Tür geht auch nicht auf. Komm schon. Oh, die ist noch gar nicht, die ist noch nicht mal anwählbar. Und damit kann ich auch nichts machen. Okay, raus hier. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, denn wir sind Batman. Oh. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Oh man. Okay, heißt ja dann wohl, wir können wieder zurück in die Anstalt. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es. Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Oh, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Ich sagte, schneid dich nicht. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Oje, das sind die Herausforderungen, die wir jetzt machen dürfen. Diese, okay, sagen wir es mal so, die Symbole mit dem Bat-Zeichen sind Herausforderungen. Die macht man halt so nebenbei. Zum Beispiel hier 10 dieser Plappermäuler zerstören, das machen wir halt nebenbei. Oder 5 infernalische Objekte zerstören. Das werden wir auch alles nebenbei hinbekommen. Dann gibt's natürlich, wenn wir alle Objekte von ihm finden, wenn man eine gewisse Anzahl von Gesprächen findet oder halt alle, und man bekommt halt immer verschiedene Belohnungen freigeschaltet dafür. Ja, die Chronik zusammenstellen, also das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Hey, Batman! Hi. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. 2 meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum.
Ah, okay. Fliehe aus der Intensivbehandlung zur Oberfläche der Insel. Es tut mir leid, Kumpel. Ja, eine Gedenkminute für die Toten, die hier ihr Leben ließen, um unschuldige Leben zu retten. Gehen wir weiter, denn wir sind Batman. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell dich... Ja, danke, dass du es sofort ausgeblendet hast. Liebes Spiel. So, wie kommen wir hier rein? Lass mich raten. Ja, da können wir also noch nicht rein. Okay. Das müssen wir leider erstmal zurücklassen. Diese Musik macht mich kirre. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab das ausgelassen. Hier ist Joker. Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden. Der Luftraum ist abgeriegelt. Und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Danke, Jack. Und mehr darüber in Kürze. Ach, Jack Ryder. Junge, Junge, Junge. Immer nur auf die neueste Schlagzeile aus. So, was haben wir denn hier? Mit den Kisten konnten wir nichts anstellen. Das heißt, dieser Raum ist für uns absolut uninteressant. Ja, mach weg, weil du bist Batman. Ich bin Batman. Mann, 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 Mann. Ich werde noch sehr viel Spaß haben. Oh. Hä? Mussten wir hier sowieso hin? Ich weiß das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ah, sieht so aus. Ja. Yeah. Hoch hier. Fliehe aus der Intensivbehandlung zur Oberfläche der Insel. Da unten sind... Sind es Verbündete? Ich sehe das gerade nicht. Ich glaube, es sind Verbündete. Ich will was versuchen. Und zwar kann man ein Achievement freischalten, wenn man eine gewisse Distanz herumschwebt. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Brech schlagen. Hi. Batman, du bist rausgekommen. Was passiert da hinten? Wir wurden hierher geschickt und dann gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Joker hat die Kontrolle über die Insel.
Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Bowles hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nenne ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. Ja, ich glaube, hier draußen ist echt besser für euch. Hi. Der Tunnel ist verschlossen. Keiner kann rein oder raus. Alles cool. Nichts ist cool. Joker ist unberechenbar. Seien Sie wachsam. Ja? Glaubst du, er kommt da lang? Wie redest du mit mir? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Batman. Wenn ich wollte, könnte ich dir die Niere raus dem Körper reißen. Tut mir leid, Sir, aber hier können Sie nicht lang. Es ist alles abgesperrt. Wohin führt diese Tür? Sie führte zur alten Pumpenstation. Kurz nachdem er herkam, hat Anstaltsleiter Sharp sie verschließen lassen, wegen des Sicherheitsrisikos. Interessant. Ich werde da jetzt reingehen, weil ich bin Batman. Na? Wieso steht ihr hier nutzlos rum, wenn die Tür hier abgeschlossen ist? Okay. Gibt es eine Möglichkeit, in dieses Gartenhäuschen hier zu kommen? Wahrscheinlich direkt durch die Fronttür und ich denke mir einfach nur YOLO. Na, nee, der Strom ist nur an. Nein, mir kommt gerade eine... Mir kommt gerade die Idee über etwas, was ich vergessen habe. Nein. Das war was anderes. Diese Dinger können wir erst später ausschalten. Jetzt habe ich die volle... Ist das seine Wahrheit? Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Ist das seine Wahrheit gewesen? Das stand da einfach so und... Ja, gut. In diese Villa. Diese Villa. Wir können da noch nicht rein. Ich bezweifle es zumindest. Vor allem, was sollen wir da? Ach, flippen die Verrückten jetzt aus? Brauchst du Hilfe? Seien Sie nur wachsam, Officer. Ich kümmere mich darum. Och, wir können die Kamera verschieben. Wusste ich gar nicht. Joker ist wieder frei. Nicht mehr lange. Das war doch mal ein richtig geiles Männergespräch. So muss es sein. Kurz, knackig. Oh, wir können doch schon rein. Aber da wollen wir noch nicht rein. Hallo? Brauchst du mich bei irgendetwas? Bleiben Sie einfach am Leben. Ich besorge den Rest. Ja, weil ich bin Batman. Lass mich raten. Ja, das war klar. Da kommen wir auch noch nicht dran. Ja. Oh. Gibt es hier schon etwas für uns? Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Ja, Oracle ist die Beste. So, da ist unser treues Gefährt. Da müssen wir jetzt hin. Ach, komm schon. Komm schon, Bruce. Und los geht's. Wir müssen unser Gefährt retten, weil wir sind Batman. Einen Moment. Das wusste ich. Das war eine der leichteren. Figuren freigeschaltet. Frank Bowles. Ich verstehe bis heute nicht, was dieses Grab hier ist. Ich vermute aber, es ist... Ja. Das heißt bis heute. Wahrscheinlich habe ich es damals herausgefunden, aber ich habe mich gerade angefangen zu fragen, warum dieses Grab hier so aufwendig freigelegt wurde und all diese Leichenteile. Also. Natürlich, Dr. Amadeus Arkham. Der Gründer von diesem ganzen Komplex. Batman, was machst du? Tut mir leid, ich dachte immer, dich gibt's gar nicht. Was ist los? Joker hat die Kontrolle über die Insel an sich gerissen. Bleiben Sie hier und sehen Sie sich vor. Blackgate-Gefangene laufen hier frei rum. Lassen Sie sie nicht zu nah an sich ran. Sie haben keine Chance.
Genau. Hör auf das, was wir sagen. Mein Gott, was wurde hier betrieben? Grabräuberei? Her damit. Eine Herausforderung absolviert. Schaffst du noch mehr? Ach, halt die Klappe. Das war das Haus, wo wir gerade drin waren, oder? Ja, gut. Gehen wir zu unserem Bettmobil. Und stampfen noch einmal kurz auf die sterblichen Überreste des Mannes, der das alles hier überhaupt erst möglich gemacht hat. Wir müssen da hoch zu unserem Bettmobil. Was haben wir hier? Ich glaube, hier war... Oh! Da kommen wir ja gerade her. Ah, okay, wir kommen da noch nicht wieder zurück. Duck, 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 duck. Hi, was machst du denn hier? Ich habe in den Nachrichten gehört, was passiert ist. Ich dachte, Joker zurückzubringen wäre eine gute Idee. Dachte ich auch. Bleiben Sie hier, während ich mich darum kümmere. Ach ja. Dialoge mit Zivilisten. Aufgezeichnetes Patientengespräch. Das Subjekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psychocharakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse anziehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi, hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown. Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Ja. Hey, Sharpie. Kannst du nicht meine... Oh, Batman! Was ist los? Ich bin Batman. Ja, ich weiß. Warum springst du da hoch? Ich meine runter. Wenn da solltest du gar nicht lang. Du solltest da hoch springen. Hier. In der Hoffnung, dass wir vielleicht jetzt das komische Achievement machen können. Und zwar so. Obwohl, nee, das ist bei weitem nicht so hoch, wie wir zuvor schon gesprungen sind. Aber bei weitem nicht, bei weitem nicht. Naja, Versuch war's wert. Jetzt gehen wir aber endlich zu unserem Bettmobil. Okay. Die Kamera war gerade ein bisschen merkwürdig, aber gehen wir zum Botanischen Garten. Wer zum... Hi. Wir sind falsch. In der Tat sind wir das. Nein. Mit dir rede ich noch nicht. Der Botanische Garten ist ein Ort, wo wir uns sowieso erst später hinbegeben wollen. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Das ist das Grab von Arkham. Werd nicht zu eingebildet, dunkler so. Ritter. Von jetzt an wird es immer schwerer. So, das haben wir dann auch hinbekommen. Müssen wir doch da lang? Ja, okay, ja, gut. Ich habe mich schon gewundert. Weil die Karte hat vorhin gerade ausgezeigt und ich bin halt so blöd und lauf die Treppe hoch. Oh, was ist denn hier los? Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Genau. Das ist Batman! Ups. Schon seit ich hier bin, wollte ich mit der Fledermaus allein. Der Typ hat mich von diesem Gebäude in Gotham bauen müssen. Okay. Ich habe nicht gewusst, dass wir hier ein bisschen rumstelzen müssen. Gut.
Ich glaube, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich habe jetzt gerade nicht mitbekommen, ob wir einen Quicksave hatten. Schlafe jetzt. In den kräftigen Armen von Batman. So. Das wäre damit erledigt. Und wir können... Oh nein. Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Sie gehört mir. Wartet nur, bis ihr meine Pläne für diesen Ort hier seht. Es wird fantastisch. Hört auf mein Auto zu schlagen. Er ist hier! Wie ein Mädchen. Okay, nur noch einer. Ja, komm her. Bam. Nein, mein Auto. Vorrat an Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Ausgezeichnet. Explosivgel. Oh yeah. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Okay. Das machen wir im nächsten Part. Und das letzte Wort lassen wir mal unserem spitzohrigen Co-Moderator. Wir sehen uns im nächsten Part und... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich amüsiere mich prächtig. Bei euch Jungs sieht das fast zu leicht aus, als ob ihr es nicht mal versuchen würdet. Wofür ich euch nicht bezahle. Findet jeden! Sofort! Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ich bin Batman.